So, wir sind heute im Bett in Frankfurt und wir freuen uns, dass der Ax sich die Zeit nimmt, für uns ein paar Minuten da zu sein und der Memma. Ich fange mal mit dir an, Ax. Du bist jetzt wie viele Jahre auf der Bühne? Auf der Bühne? Da muss ich nachrichten, aber es sind zwischen 40, 50, also ist schon ziemlich lange. Ich würde sagen 50. Ja, dann. Also. Ja, naja, 40 Jahre. 40 Jahre. Ja. Deine erste, also die bekannteste Band von dir ist ja Guru Guru. Du machst ja heute immer noch sehr viel experimentelle Musik. Was hat sich in dem Bereich deiner Meinung nach am meisten geändert? Bei mir persönlich? Oder bei dir persönlich? In der Szene? Ja, die Szene. Bei mir hat sich persönlich geändert, dass ich in der letzten Zeit diese deutschen Krautrock-Bands, also die elektronischen Bands, erst richtig entdeckt habe. Die kannte ich früher gar nicht so gut. Also ich habe mir Platten, CDs gebrannt von Cluster, von Harmonia, von Tangerine Dream. Also bin richtig begeistert. Und das, muss ich sagen, habe ich früher irgendwie, ging an mir vorbei. Da wollte ich Gitarrist sein. Ich bin froh, ich habe den Gerhard Fröse noch kennenlernen dürfen. Edgar. Ja, super. Die stilistischen Geschichten heute, also was du jetzt machst, hast du das Gefühl, dass das bei den Leuten anders ankommt heute? Naja, nicht unbedingt. Also ich stelle halt fest, bei den jungen Leuten kommt was ganz anderes an. Also das ist mein persönlicher Eindruck. Ne? Aber bei manchen Leuten kommt es schon an. Und manche Leute kriegen auch mit, dass es zum größten Teil improvisierte Musik ist. Und die finden es dann auch gut und so. Aber so richtig der große Durchbruch, glaube ich, das kommt nicht mehr. Mhm. Okay. Gut. Member, deine erste Band, glaube ich, war Disaster, oder? Kenne ich. Ja, nee, die erste Band waren die Rock City Rollers. Die habe ich 1976 gegründet. Waren die noch schlechter wie wir mit dieser Serie? Das kann man so nicht sagen, weil wir haben eher, also wir haben damals ausgewürfelt, wer welches Instrument wurde, Dings, und ich bin dann Bassist geworden. Und wir haben so Bay City Rollers und Sweetplatten auf Pub-Instrumenten die Show geübt eigentlich. Und ich habe dann da Gitarrenunterricht gehabt und bin da eigentlich nur kläglich gescheitert. Habe dann eingesehen, dass ich niemals Musiker werden werde und habe die Gitarre in die Ecke gestellt. Und dann hat es ein paar Jahre gedauert, bis ich es dann einfach trotzdem gemacht habe, obwohl ich nicht spielen kann. Das war dann das erste Erlebnis. Das war auch noch ganz scheußliche Musik. So war eine schöne Zeit. Ne? Ja, lustig war es. Na, aber du machst jetzt mit dem Ax auch schon eine Zeit lang Musik. Und mit dem Stoll, der hinter uns sitzt, also der kann jetzt gleich irgendwann mal ins Bild rutschen, wenn er mal Lust hat. Und du machst es vornehmlich hier in Frankfurt und mit verschiedenen Besetzungen. Wie lange machst du das mit dem Ax jetzt? Wann war das erste Mal, dass wir das waren? Dreikönigskeller, das war 2011 oder sowas. Ich denke mal, schon Jahre her. 6 Jahre. Echt? Ja, die Zeit rast. Und das war damals auch voll spontan. Ein gemeinsamer Freund von uns hatte die Idee, das so zusammenzubringen. Ich kannte den Ax nicht, der Ax kannte mich nicht. Wir sind da in Dreikönigskeller angekommen und ich glaube, der Ax war sehr aufgeregt, was das jetzt für Leute sind, mit denen er da Musik machen soll. Und die erste Begegnung war dann irgendwie schon gleich, Gott sei Dank. Es sieht ganz gut aus. So. Ja, aber ich war aufgeregt, weil ich sollte alleine anfangen, was ich auch gemacht habe. Ja. Aber das war ja auch eine Premiere, dass ich alleine was mache. Und so. Das hat ja auch doch geklappt. War ein schöner Auftritt, kann ich sagen. Ja, aber das mit dem alleine, das habe ich jetzt aufgegeben mittlerweile. Weil es ist doch nicht so lustig, immer alleine zu sein und den ganzen Druck zu spüren, nur alleine. So kann ich, in der Band ist es ganz anders. In welcher Besetzung spielt ihr heute Abend? Spielt ihr in zwei verschiedenen Bands oder macht ihr was zusammen? Wir spielen heute in zwei verschiedenen Bands. Und zusammen gibt es gar nichts? Oder? Ist offen. Ist offen. Ja. Aber es hängt auch davon ab, ob überhaupt Leute kommen. Ich hoffe schon, dass wir mehr kommen. Wenn man die Kamera schwenkt, da sitzt der Stolle, der gehört zum Member seiner Band. Das war die Stimme aus dem Off eben. Ja, was habt ihr heute Abend, in welcher Besetzung spielt ihr? Also wie heißt, ihr spielt als der Hole, ja?
Und wie heißt deine Band? Meine heißt, da muss ich sagen, das ist eine ganz neue Band, weil die alte Band gibt es nicht mehr. Und das heißt Axgenes und Band, aber die Musiker sind neu jetzt. Wir haben erst zwei Auftritte hinter uns. Hast du, gibt es was Neues an Aufnahmen von dir oder hast du was geplant? Ich hatte eine neue Aufnahme geplant und weil die alte Band dann geplatzt ist, wurde das aber abgesagt. Und das ist immer noch offen, aber jetzt muss die neue Band sich erstmal einspielen und dann kann man daran denken. Und im Augenblick vielleicht noch nicht, aber vielleicht im halben Jahr oder so denken wir dann schon daran. Mhm. Also neue Stücke sind da, die spielen wir auch jetzt schon. Aber es so zusammen muss, das dauert noch ein bisschen, bis es richtig zusammen ist. Feeling rein, ja? Ja. Bei euch? Bei uns ist das so, dass das heute unser Abschiedskonzert ist, sozusagen unser letztes Konzert als Überholen. Und wir jetzt erstmal. Du willst wieder zu dieser Serie zurück? Ja, ja, ich muss wieder mehr Punk machen. Schluss mit dem Krautrock. Nee, es ist aber einfach, wir sind weit auseinander und es ist auch immer viel Stress, das zu organisieren und wir machen nicht mehr so viel. Wir sind meistens, spielen wir nur, wenn uns irgendjemand fragt, jetzt was weiß ich, weil das war eine Idee vom Frank, vom Bett, der hat gesagt, wie wäre es mit Warhol als Vorgruppe und dann haben wir das gemacht, aber wir spielen sonst nie, wir spielen immer nur, wenn wir auf der Bühne sind. Wir sind alleine Bühnenband. Ja. Das war früher nicht so. Früher haben wir öfter auch im Proberaum zusammen Musik gemacht und da sind wir auf den Reuschberg gefahren, wo ich ganz viel Musiksachen gemacht habe. Aber mittlerweile ist es auch schon, wir sind alle so halt auch ein bisschen mehr auseinander oder so. Es wird zu stressig. Also auch räumlich auseinander. Ja, ich meine, der Stolper und ich, wir machen ja eigentlich tendenziell schon seit 25 Jahren bald zusammen Musik und wir haben total viel gemacht, auch viele verschiedene Projekte eigentlich und Warhol war immer unsere klassische Power-Rock-Trio, so war der ursprüngliche Gedanke, live mit Schlagzeug, der Christian ist der beste Schlagzeuger, mit dem ich zusammengespielt habe und so ist das entstanden, Warhol. Und dann haben wir irgendwann 2005 das erste Mal mit Damu Suzuki gespielt und danach sind wir dann auch nur noch als Backing-Band für Krautrocker. Also dann waren wir immer mit dem Damo unterwegs oder auch mit dir, also was ja nicht unbedingt was Schlechtes ist, aber irgendwie hat uns das auch so aus unserem eigenen Flow so rausgeholt. Ich kann schon was verstehen daran, aber gegen Krautrock habe ich nichts mehr einzuwenden. Im Gegenteil, ich habe jetzt endlich kapiert, was du da machst. Das ist auch du ein Krautrocker. Das lehne ich auch nicht mehr ab. Der Krautrock ist für mich auch ganz wichtig und der wird auch weiter ganz wichtig bleiben. Ich Vorteile. Es gibt auch eine Musik, die so schön improvisiert und so. Also ich finde es so. Axt, der Krautrock ist nicht das Problem. Das Problem ist, an dem Projekt ist echt nur die Logistik. Das ist alles. Also das ist einfach. Ja, dazu kann ich auch was sagen. Wenn ich proben will, muss ich von Heidelberg nach Limburg fahren. Das macht mir nichts aus. Im Gegenteil, da fahre ich mir halt viel Zeit vor und dann höre ich mit CDs im Auto. Und das mache ich auch jedes Mal, ja. Das wäre dann ähnlich wie bei euch, weil Karlsruhe ist ja nicht viel weiter als Heidelberg. Stimmt. Du hast es immerhin viel länger mit Member ausgehalten wie ich. Ja, mit Member werde ich es auch weiter aushalten. Na gut, also okay, wenn das dein Hauptgrund wäre, ja schade. So viel zu diesem Thema, alles andere klären wir jetzt hier untereinander. Wir freuen uns, dass ihr uns zugehört habt und wir freuen uns, euch heute Abend auf der Bühne zu sehen. Ich wünsche euch einen tollen Auftritt. Beiden Bands einen tollen Auftritt und wir bedanken uns. Danke.